Hi, willkommen zurück und Teil 2 von dem 100 Karten Send-Off für deinen Monat September jetzt. Und ja, das ist der zweite Monat mit 100 Karten. Jetzt im August habe ich das erste Mal 100 Karten eingesendet und diesen Monat ist quasi Round 2. Wir haben hier 50 Karten, 50 Karten, die in Richtung PSA gehen diese Woche. Ja, ich möchte die auch gerne hier alle zeigen. Das sind überwiegend von Einsendern Karten. 37 Stück. Aber wir gehen mal nach und nach durch. Also, zuerst haben wir Andreas. Andreas, das hier, ja, immer die Creme de la Creme eingesendet. Die First Edition Base Set Holos. Und die Starter natürlich hier. Turtok. Sehr, sehr schöne Holo-Effekte. Ich auch mit einem Gluak dabei. Mewtwo. Sind alle übrigens in recht guten Zuständen. Wir haben hier ein Bisaflor. Das schauen wir uns mal genauer an. Und zwar werde ich diesen Monat das erste Mal eine Karte doppelt einsenden von Einsendern. Das mache ich ausschließlich nur. Ihr seht hier, diese Karte hat hier eindeutig Whitening, weil hier unten rechts. Also die werde ich auf jeden Fall unterscheiden können zwischen der anderen Karte, sodass die Auswechslung da jetzt komplett ausgeschlossen ist. Normalerweise mache ich das so, ich sende niemals eine Karte zweimal ein, wenn die von zwei unterschiedlichen Einsendern ist oder meine eigene. Das ist jetzt eine Ausnahme, also ich lasse sie mal hier, dann können wir uns gleich nochmal anschauen. Er hatte hier auch noch ein unlimitiertes, macht das nur. Weil ja, das eine doofe Überschneidung gab und sonst jetzt nicht so anders managen ist. Wir haben hier, oh, die sehen auch geil aus, alle drei. Unlimitiert von Gym Heroes. Auch sehr nice. Als nächstes, lass mal so, haben wir unseren nächsten Einsender, Dimitri, mit zwei Karten. Haben wir Hipmob Top. First Edition. Oh, in Neo und einmal hier Cheops. Das ist ein richtig cooler. Dachte erstmal, das ist ein Papagei, aber es ist irgendwie ein Vogel oder halb Echse mit Flügeln. Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall einen richtig coolen Holo-Effekt hier. Ich glaube, das hier diese Faust von Kampfenergie. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also ich meine die hier natürlich. Sehr, sehr schön. Vielen Dank fürs Einsenden. Als nächstes haben wir Wolfgang. Sieben Karten. Wir haben ja wieder First Edition Chanera. Wir haben First Edition Pipi. Ein Machomai. Ein Magneton. Die sind jetzt zum Beispiel alle noch nicht vorgekommen. Nidoking. Und ja, ihr seht, zweimal dieser Floor. Und zwar hat das hier im Gegensatz zu dem anderen, das andere hatte ja hier so ein Whitening. Das hier ist absolut sauber in dem Sinne. Zumindest von der Rückseite. Ihr seht, nix. Tücher wieder hier rein. So dass wir das noch einmal hier auf Video haben. Damit auch gar keine Verwechslung da ist. Also, das hier ist deine Wolfgang. Andreas, dort ist die hier mit Whitening. Haben wir noch einmal Raichu. Ja, und weiter geht's. Ich drehe die mal wieder hier um. Wir haben hier Shadowless-Karten. Die sind ein recht seltener Anblick. Tom, 15 Karten sendest du uns ein. Ja, die feiere ich sehr, sehr hart. Shadowless hier, weil die Seiten ja keine Schatten werfen, so gesehen. Ja, englisches Set, super. Ja, wertvolle Karten. In hohen Grades natürlich sehr, sehr teuer. Die sind auch hier so, ja, Near Mint wahrscheinlich, der vielleicht PSA 8, die so 7. Aber nichtsdestotrotz sehr schön und sehr selten, vor allem in Deutschland, die findet man eigentlich gar nicht. Weiter geht's hier mit Deoxys. Und zwar vier Stück, viermal Deoxys. In verschiedenen, ja,
Motiven. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kannte tatsächlich noch nicht alle. Die hatte ich mal selber. Ich glaube, die hier auch. Die tatsächlich noch nicht. Alle auf Englisch. Viel Glück dabei. Und zweimal Legendary. Hier in dieser. Ja, manche lieben es, manche mögen es nicht. Ich mag es tatsächlich. Das Coole daran ist, dass irgendwie jede Katze dann glitzernd ist. Das mag ich wiederum. Wir haben hier Yanma, einmal in First Edition und einmal in Unlimited. Beides in Englisch. Sehr, sehr schönes Holo. Sieht aus wie so ein kleiner Halbmond, oder? Was sagt ihr? Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Und ja, die scheinen erstmal auf den ersten Blick unscheinbar, aber merkt ihr was? Okay, bei der dachte ich so, okay, Scharnierer, Basis, aber wer kommt der denn in Basis rein? Und wenn wir uns mal hier genauer die Cert-Nummern angucken, dann siehst du hier, okay, Basis, ja, von 102, aber hier 64. Das ist eine Dschungelkarte. Und zwar ist das hier eine No-Symbol-Jungle. Und da fehlt einfach das Symbol vom Dschungel. Deswegen, auf den ersten Blick sieht hier alles aus wie eine Basiskarte. Ist aber eine Dschungelkarte. Auf dem Pass A Grading zurückkommt, da wird auch so ein No-Symbol draufstehen. Sehr, 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 sehr nice. Und wir haben hier noch ein Rocket. Sandbath mit Jimmy Rose und zu guter Letzt eine Stuff-Karte. Ja, die mag ich auch besonders. Stuff Pre-Release und noch hier oben drauf. Stuff ist immer noch wertvoller. Dann einmal eine Karte von Martin. Yu-Gi-Oh! Wiedergeburt. Sehr nice, weil Deutsch. LOB und erste Auflage und in einem guten, guten, guten Zustand. Also, tolle Karte, finde ich super. Und ja, unseren schönen Dragon Ball Einsender. Valborn, zwei Karten. Die sehen auch richtig geil aus. So sehen die von der Rückseite aus. Mit Goku und Vegeta, ja, ist auch pure Nostalgie. Ja, gehen Richtung PSA. Ihr seht hier, der Stapel, der ist riesig. Hier, meine Wenigkeit. Sendet die Karten jetzt ein, die jetzt kommen. Und zwar ist das hier ein Topson, ja, ihr habt es bestimmt schon oft gesehen mit Blueback. Aber die sind hier ein bisschen besonders. Das sind hier die No-Number-Topson. Also ohne Nummer, da müsste eigentlich so 003 stehen. 3, dieser Floor. Aber die haben hier keine Nummer. Das sind tatsächlich die allerersten Karten, die jemals irgendwie geprintet wurden. Die ohne Nummer, dann die mit Nummer und Blueback. Und dann kommt die Greenback. Beide hier, No Number, die ist nur Near Mint. Ja, die auch, also die hier vielleicht so 7, 8, die so 6, 7. Ich wollte sie auf jeden Fall hier gegradet haben. Dann habe ich hier noch zwei First Edition deutsche Karten, Nakshan und Garados. Die sind jetzt hier nicht doppelt in den anderen vorhanden, deswegen habe ich hier noch eingebaut. Das sind so boosterfrische Karten, so im 9er Bereich. Habt hier so noch so ein Mario Pikachu und spezifisch jetzt so ein Luigi Pikachu aufgemacht, so eine Booster Box und da waren die beiden hier drin. Die sende ich ja auch noch ein. Da war das gemäß 9 oder 10, eher 10, denke ich. Die werden nicht so gut ausfallen mit den Gradings, aber dafür sind die recht selten. Vor allem das Gluak hier, ihr seht, das ist recht herzlos von hinten. Dafür umso glücklicher von vorne. Ich mag das hier vor allen Dingen und das passt dazu. Deswegen würde ich die einfach beide zusammen eingraden. Und zu guter Letzt noch fünf von den neueren Karten. Ja, ihr seht hier recht oft bei mir. Ich glaube, das sind die letzten, die ich habe oder fast die letzten. Die gehen auch noch in Richtung PSA. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die hier gehen jetzt in Richtung PSA und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau 10 Minuten.